Hey Skatfreunde, heute möchte ich gemeinsam mit euch feiern. Uhuhu. Aber Moment mal, was feiern wir denn überhaupt? Natürlich die großartige Entwicklung von diesem Kanal. Die wichtige Marke von 10.000 Abos haben wir irgendwann schon Anfang des Jahres geknackt und jetzt geht es weiter steil aufwärts und das Ganze ist natürlich nur möglich dank euch. Ihr seid eine tolle Community, ihr seid eine treue Community, ihr seid super interessiert und es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, für euch das beste Kartenspiel der Welt regelmäßig zu präsentieren. Vielen Dank dafür. Und ja, wer hier jetzt reinschaut und noch nicht zu diesen Abonnenten gehört, dann einfach mal Knopf drücken und das ist der erste Schritt für die nächste Stufe. Ich sag mal 50.000 Abonnenten, Skat weiter verbreiten. Gemeinsam bekommen wir das hin, oder nicht? Was habe ich mir hier für dieses Video vorgenommen? Ich werde euch einmal die drei dusseligsten Fails der Skat-Geschichte präsentieren. Also zumindest meine persönliche Rangliste, das, was mir an herausragenden Scheitern so in den letzten Jahrzehnten zu Ohren gekommen ist. Dazu möchte ich euch auch noch ein bisschen persönlichen Hintergrund von mir präsentieren. Starten wir mit Platz 3 des dusseligsten Spiels. Skat-Fail auf Platz 3 wird jetzt eine ganz kurze Geschichte. Ich bin aber dennoch sicher, dass die sich wirklich so zugetragen hat, alleine weil man sich bestimmte Sachen auch gar nicht ausdenken kann. Also, Skatfreund aus Hamburg spielt Grang ohne Vieren, hat hoffentlich 4 Ass in der Hand gehabt, sicher auch noch ein oder zwei volle gedrückt und seine Sorge wird natürlich gewesen sein, ob ihm hier das eine oder andere Ass abhanden kommt. Und dann ergibt sich folgender Spielverlauf. Es wird ein Bube gezogen. Soweit, so gut, haben wir alles schon mal beim Skat gesehen, aber das noch nicht. Beim Grang ohne Vieren waren nach 2 Stichen schon alle Buben raus. Ja, da spielt er sich plötzlich ganz entspannt, ganz entspannt. Also selten so gelacht. Der ging schnell, oder? Gut, dass da noch was kommt, aber bevor wir zur Nummer 2 kommen, eine kleine Anekdote aus meinen Skat-Anfängen, die vielleicht ein bisschen verdeutlicht, wie ich so Skat-verrückt geworden bin, wie ich es nun heute bin. Meine aktive Skat-Karriere startete 1994 bei einer geht noch im TuS Berne, mein erster Skat-Verein. Da ging ich direkt nach meiner Handball-Karriere im TuS Berne und meiner kurzen Badminton-Karriere im TuS Berne hin. Handball war mir ein bisschen zu brutal geworden, Badminton hat schon der Rücken ein bisschen gezwickt. Beim Skat fühlte ich mich direkt pudelwohl, war auch wohl ein Naturtalent und habe dann erstmal viel gespielt und viel Spaß gehabt. Daneben lief aber natürlich auch noch die Schule und ich habe mir damals mein Taschengeld aufgebessert mit Zeitungsaustragen, ja, so ein Klassiker, Wochenblatt ausfahren, immer am Mittwoch zusammen mit meinem Zwillingsbruder für ganz kleines Geld, ne, 35 Mark im Monat oder so hatte jeder über, glaube ich, so da Anfang der 90er. Also das würde heute, glaube ich, mit Mindestlohn und allem nicht mehr so richtig klar gehen. Damals war das toll und umso geiler dann, als dann mal ein Angebot kam, eine Vertretungstour fürs Hamburger Abendblatt zu machen. Und da war ich dann wirklich 6 Wochen dabei, jeden Morgen 2,5 Stunden. Das war teilweise noch vor der Schule. Ich glaube, 4 Wochen davon waren Sommerferien, 2 Wochen waren schon wieder Schule. Immer um 5 Uhr los und dann um 7.30 Uhr fertig und dann ratzfatz noch klar machen zur Schule. Das war ganz schön hart verdientes Brot, aber es winkten 600 Mark, eine damals extrem große Summe für den kleinen Daniel. Und ja, dann hatte ich die 600 Mark verdient und war natürlich stolz wie Bolle. Und ich glaube, 1-2 Wochen später war dann Skat-Turnier, mal wieder Hamburg-Pokal oder so, 3 Serienturnier, damals noch hier sehr gut besucht, also irgendwo zwischen 220 und 250 Leuten, wurde in der Bundeswehr-Universität gespielt, auch eine schöne Location. Und das war, wo ich mein erstes Skat-Turnier gewann. Ich glaube, das muss, da muss ich so 18 oder 19 gewesen sein. Ja, und da machte ich dann in den 3 Serien irgendwie, weiß ich nicht, 4.800 Punkte, einen Seriensieg für 75 Mark und das Gesamtturnier gewonnen mit 800 Mark. Und ja, dann dachte ich so, Moment mal, du hast ja gerade 6 Stunden Skat gespielt, tolle Karten gehabt, ein tolles Turnier gehabt und 875 Mark in die Tasche mitgenommen. Dagegen vorher 6 Wochen
lang jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden. Man kann schon sagen, eigentlich ein Wunder, dass ich noch ja, die Schule zu Ende gemacht habe, oder? Und dass ich noch was Ordentliches gelernt habe. Also an sich kann ich da ganz froh mit meinem Werdegang sein, aber auf jeden Fall, da war natürlich klar, Skat spielt in meinem Leben irgendwie eine gewisse Rolle und es macht einfach Laune, das Ding. Kommen wir zur Nummer 2. Auf der Nummer 2. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Geschichte auch schon mal in einem Video erzählt habe. Aber wann, wenn nicht jetzt, sollte ich sie nochmal aufwärmen? Es muss wohl inzwischen über 10 Jahre her gewesen sein, bei einer deutschen Einzelmeisterschaft, dass ein Spieler, nachdem er die ersten 7 Karten aufgenommen hatte, so überwältigt war von seinem Glück, dass er diese Freude unbedingt teilen musste. Er zeigte also den Mitspielern diese ersten 7 Karten und sagte dann wohl sowas wie: Hey, und die letzten 3 zeige ich euch natürlich auch noch. Ja, was kann da schon schief gehen, ne? Und wop, er dreht 3 weitere Volle um 3 blanke Zehner. Und das für sich wäre ja noch kein Problem, wenn da nicht dieses klitzekleine Detail gewesen wäre, dass die 3 Asse bei einem anderen Spieler in der Hand saßen und der hat jetzt messerscharf erkannt, dass er einfach bis 144 reizen kann. Ein unverlierbarer Granghand ohne 4 sieht man ja sehr selten dieses Spiel und ich denke mal, so hart hat selten jemand beim Skat seine Lektion gelernt. Zusätzlich zu dem Unglück, dass er das Spiel nun nicht bekam, machte das natürlich die Runde. Und was haben wir gelacht? Tränen haben wir gelacht. Natürlich auch, weil das so ein unfassbarer Zufall ist, dass da 3 Zehner aufgedeckt werden und ein anderer die 3 Asse hat. Also wirklich, vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch ja auch, weil er persönlich mit dabei war. Was haben wir gelacht? Ja, das hatte doch was, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch der Vorfall gefallen hat und ergänzt gerne auch diese kurze und persönlich gefärbte Liste mit euren eigenen Erlebnissen vom Scheitern beim Skat. Ich bin jetzt schon gespannt. Bevor wir jetzt zur Nummer 1 kommen, möchte ich die Gelegenheit ergreifen, euch von meinem umfangreichen Erfahrungsschatz noch mehr als üblich profitieren zu lassen. Möchte ein wenig über meinen Skat-Werdegang referieren, in der Hoffnung, dass es euch helfe und Inspiration sei. Gehen wir also nochmal zurück zum jugendlichen Daniel. 18 Jahre alt, großes Talent, erstes Turnier gewonnen und natürlich hatte ich ein riesiges Ego und war der Meinung, dass ich schon ein kompletter, fertiger Skatspieler bin und natürlich einer der allerbesten. Ja, und das hat jetzt wirklich erstaunlich lange gebraucht, 12, 14 Jahre, wo ich gespielt habe und dann irgendwann beim Blick auf die Ergebnisse festgestellt habe, dass das Selbstbild, was ich da hatte, nicht zu den Ergebnissen passte. Sprich, es stellten sich die ganz großen Erfolge einfach nicht ein. Also klar, ich war hier Lokalmatador, spielte auch bei der ersten Mannschaft am Platze, bei den Siegbuben Elmhorst inzwischen, aber Bundesliga, Einzelmeisterschaften, große Turniere, es gab nicht die großen Erfolge. Und dann gab es irgendwann wirklich dieses Erweckungserlebnis, das kann ich auch noch ganz genau benennen, Skatropoli-Finale 2010 in Hamburg. Skatropoli war damals auch so ein Qualifikationsturnier, gab ein großes Preisgeld, nur 36 oder 40 Leute im Finale, hochkarätig besetzt, ging über 9 Serien und nach 6 dieser 9 Serien saß ich am ersten Tisch. Ich weiß noch, Walter van Stegen war vorne mit dabei, Mike Neumann war vorne mit dabei und in dieser 7. Serie lief die Karte bei mir nicht. Ich spielte dann nur 400, wurde durchgereicht an den dritten Tisch, kam in der 8. Serie nochmal vor, wieder an Tisch 2. Auch da kann ich mich erinnern, ich glaube, Winnie Pullich, Roland Bünden und da wurde ich dann komplett geschlachtet und das Ganze, weil ich einfach viel zu viel gereizt habe und vor allen Dingen unverhältnismäßig an so einem starken Tisch dann schlechte Karten gereizt habe, weil ich einfach Nerven verloren habe, ne? Nicht ertragen konnte, dass ich eine kleine Durststrecke hatte, dass die Serie sich anfangs nicht gut entwickelte und dann einfach immer übertriebenes Risiko und natürlich wurde das gnadenlos bestraft. Ich wurde durchgereicht bis ins Mittelfeld des Turnieres, 18., 20., ich weiß es nicht mehr, hatte also in den letzten 3 Serien die gute Arbeit, die Früchte der ersten 6 Serien komplett wieder verbrannt und habe mich dann einfach selber gefragt,
ob das nun wirklich so richtig ist, was ich da getrieben habe, ne? Und bin wirklich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich an sich wirklich viel zu viel gereizt habe und dass ich da mehr mit kaputt gemacht habe, als ich quasi gewonnen habe. Und habe auch so ein bisschen festgestellt, dass ich da vielleicht ein falsches Vorbild, ein falschen Vorbild gehuldigt habe. Jeder Skatspieler hat ja so auf seinem Weg Inspirationsquellen und Skatspielern, denen er quasi, bei denen er ja, lernt und sich was abschaut. Und ich habe das dann aber sehr stark für mich mal in Frage gestellt und habe mein Reizverhalten im Endeffekt wirklich komplett umgestellt. Und ja, dann zeigten sich auch die ersten Erfolge. 2011 Skatropoli-Finale in Würzburg. Da spielte ich dann erneut in einem stark besetzten Feld ein sensationelles Spielverhältnis über 9 Serien von 90 zu 1. Also ich muss natürlich ein Riesenglück gehabt haben, habe natürlich aber auch sehr viele gute Entscheidungen getroffen, wurde mit diesem sensationellen Spielverhältnis, was sicher nicht wiederholbar ist, ne? Das gibt es einfach nur einmal im Leben, wurde ich nur Vierter und kam gar nicht an den ersten Tisch ran, ne? Mein bestes Ergebnis war nach der letzten Serie, von daher war es sicher auch ein toller Erfolg, aber dennoch muss man sagen, das Pendel war vielleicht ein bisschen zu sehr in die Richtung Sicherheit geschwenkt und das geht eben auch nicht. Du kannst Skat sowieso nicht komplett ohne Risiko spielen und wenn du eben so ein Turnier gewinnen willst, dann muss dann auch mal der eine oder andere Grang funktionieren, der vielleicht nur eine 90% Chance hat, wo das Farbspiel eine 95% Chance hat. Also mit anderen Worten, da habe ich dann noch so ein bisschen nachjustiert aus dieser Erfahrung und dann kam irgendwie alles zusammen. Ich hatte inzwischen die große Erfahrung, das mit dem Zählen hat immer noch geklappt und jetzt hatte ich auch das Reizverhalten oder den Reizstil gefunden, der zu mir gepasst hat und dann konnte ich mich im weitesten Sinne vor Erfolgen gar nicht mehr retten. Ne? 2013, erster Einzug in ein EM-Finale, 2014 dann der erste Skat-Masters-Sieg, 2015 erneut EM-Finale, erneut Skat-Masters gewonnen. 2017 wieder im EM-Finale, 2017 auch wieder im Skat Masters-Finale, insgesamt 5-mal hintereinander im Skat Masters-Halbfinale, jetzt auch 2023 wieder Skat Masters-Finale, auch beim Rocket-Turnier ein Top-Ergebnis abgeliefert. Also, da kam jetzt wirklich alles zusammen und diese mentale Stärke und die Erfahrung, die ist halt auch ein so eminent wichtiger Punkt vom Skat, gerade mit diesen vorhersehbaren Unfällen quasi umzugehen, ne? Verurteilte Karten, Durststrecken, alles, was dazugehört, Gegenspieler, die dich abreizen, Gegenspieler, die dich zumauern. Das Spiel hat ja wirklich seine Härten und die wirklich auch zu akzeptieren, anzunehmen und da mit sich im Reinen zu sein, sprich diese komplette mentale Komponente, die braucht einfach wirklich Zeit oder bei mir hat sie sehr, sehr lange, muss man sagen, gebraucht, um sich so zu entwickeln, dieses Selbstvertrauen auch. Und da hoffe ich doch, dass ich mit diesen Ausführungen euch vielleicht eine kleine Abkürzung hier ermögliche auf dem Weg, eure Ziele, die ihr euch fürs Skat gesetzt habt, schneller und zielstrebiger, sagen wir mal, zu erreichen. Diese Geschichte landet bei mir auf Platz 1 und sie wurde mir erst in der letzten Saison aus der Dieburger Ecke berichtet. Auch das absolut vertrauenswürdige Quellen. Was also ist passiert? Mittelhand schaut auf diesen schönen Ansatz. Hinterhand hat übrigens auch eine sehr, sehr starke und ein bisschen ungewöhnliche Karte in der Hand, aber er kommt gar nicht dazu, ein bisschen zu reizen, denn Mittelhand annonciert mit diesem Blatt sofort Grang Hand. Ja, ist ja auch eine Riesenkarte, keine Frage. Und es war ja auch gar nichts los. Es kam Herz Lusche auf den Tisch. Ja, Herz Lusche, was machen? Wow, natürlich auf Schneider Schwarz. Ist das nicht die Chance für Schneider Schwarz und wird nicht sehr oft aus der 10 zu dritt oder zu viert ausgespielt? Also, Spieler legt den Herzkönig und naja, ich denke mal, der eine oder andere von euch wird schon eben auf das Herz Ass gezeigt haben, aus gutem Grund. Dieser Herzkönig, warum ist es der Fail auf Platz 1? Weil jetzt Folgendes passiert. Hinten kam die Herz 10 und dann als nächste Karte Karo Lusche und hier irgendein Abwurf.
Oh, was denn hier passiert? Das sah natürlich nicht gut aus. Spieler hat vielleicht noch ein paar Mal abgeworfen. Ich weiß es nicht. Irgendwann wird er gestochen haben und dann den Buben gezogen haben. Und da stellte sich raus, dass er genau nur zwei Stiche machte. Denn Hinterhand hatte tatsächlich siebenmal Karo, zwei rote Bauern und eine blanke Zehn. Ja, mit anderen Worten, mit Herz Ass drauf, dann wäre das Ding schneiderschwarz geworden. Als Grand Ouvert hätte es nicht getaugt, dann hätte ja schließlich auch eine dunkle Karte aufkommen können. Aber in der vorliegenden Verteilung war der Unterschied zwischen Herz Ass und Herz König selber Schneider bleiben gegenüber die Gegner schneiderschwarz spielen. Das mit einer einzelnen Karte muss man auch erstmal wieder hinbekommen, würde ich sagen. Also, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mit meinem Ranking der drei besten Skat-Fails einverstanden seid oder ob ihr das vielleicht noch sinnvoll ergänzen wollt. Ich bin gespannt. Tada! Dann hoffe ich mal, dass ihr beim Schauen mindestens genauso viel Spaß hattet wie ich beim Produzieren dieses Videos. Ich bin im Moment hochmotiviert und möchte diesen Kanal aufs nächste Level bringen. Dazu baue ich natürlich auf eure Unterstützung. Das Wichtigste mal, spielt Skat, aber sprecht auch darüber, verbreitet das Wort. Ich freue mich natürlich besonders, wenn ihr auch meine Inhalte weiterhin nutzt, wenn ihr hier diese Videos schaut, abonniert, wenn ihr es noch nicht habt, erzählt euren Freunden davon, bringt sie zum Skat, spielt gerne die Rätsel, kommt auf den Skat-Freunde-Discord und lasst uns einfach das geilste Kartenspiel der Welt feiern, ehren. Skat hat einen riesen Einfluss auf mein Leben. Ich hoffe, es hat auch einen schönen und guten Einfluss aufs Euers. Ich bedanke mich für eure Unterstützung und freue mich auf die nächsten Videos. Wir sehen uns beim Skat.